55 Jahre Vereinsgeschichte. Das Jubiläum feiert der Berliner TSC bei einem Empfang im Roten Rathaus. Naja, 55 Jahre sind in der Geschichte von normalen Vereinen eigentlich gar nichts. Aber dieser Verein ist in einer Zeit, in der es in Deutschland sich vieles geändert hat. Und der Verein war in der DDR wichtig, hatte sehr schwer dann in der wiedervereinigten Bundesrepublik. Und ich bin sehr froh, dass er jetzt in der Bundesrepublik genauso wichtig ist und sich gewandelt hat, aber vieles behalten hat, was für den Sport elementar bedeutsam ist. Leistung, Freude am Sport, Jung und Alt zusammenbringen. Und das zeigt auch das junge Filmprojekt. Moderatorin Ina Tschitschikowski stellt eine der Filmemacherinnen vor. Die 12-jährige Eisschnellläuferin Naja Weiler. Also meine, nicht Trainerin, aber aus dem Verein halt, hat mich gefragt, ob ich das gerne möchte. Dann habe ich gesagt, ja, es klingt ganz cool, und dann habe ich ja gesagt. Natürlich dürfen die Worte des Präsidenten Klaus-Jürgen Weitling nicht fehlen. Nicht nur um den Leistungssport, sondern auch um den Jedermannssport wird sich gekümmert. Das funktioniert nur durch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Die rhythmische Sportgymnastin Veronika Lepecker hat auch einmal im Breitensport angefangen und zeigt nun, was sie schon erreicht hat. Eine Leistungssportkarriere hat sie vor sich. Sportliche Leistungen, Trainer, Helfer und Vorstände, all das würdigt der Berliner TSC mit zahlreichen Ehrungen in Gold, Silber und Bronze. Naja, ich finde am wichtigsten ist der Schwimmsport, das ist ja das Kernstück des Vereins. Aber nicht nur Schwimmsport, auch Tanzen, Karate und viele weitere Sportarten machen den Berliner TSC zu einem Verein, der stolz auf sich sein kann. Nach all den sportlichen Aktivitäten sorgt Flores Catering dann noch für ein Abendessen.